Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equine Passion mit Vieh. Wir fangen jetzt gleich mal hier kurz an. Filter für Zuchtgemeinschaftshengste. 32. Community-Wunsch-Update. Zuchtgemeinschaftshengste können jetzt wie bei der Hengststation nach diversen Kriterien gefiltert werden. Für mehr Übersichtlichkeit bei kleinen Zuchtgemeinschaften ist das Filter-Interface standardmäßig eingeklappt und kann per Klick ausgeklappt werden. Jo. Dann gibt es bald in 12 Tagen nämlich ein neues. Das ist die Reservierfunktion bei Privatverkäufen. So, wir gucken uns das natürlich an. Ich habe mir das natürlich auch ein bisschen angeguckt. So, Und zwar ist das hier nach den Mitgliedern, da kommt Hengstfilter ausklappen. Das ist natürlich auch bei uns ziemlich interessant, weil wir haben ja jetzt doch auch sehr viele verschiedene Zuchtgemeinschaftshengste, ne? Also Hengste von Mitgliedern, Hengste der Zuchtgemeinschaft, da haben wir ja doch relativ viele und deswegen müssen wir die jetzt filtern. So, wir gucken uns die jetzt mal an. So, lass mich mal gucken. Wir filtern jetzt mal, also auf jeden Fall mal nach deutsches Reitpony. Dann filtern wir mal nach springend TK3 und Körnote mindestens 5. So, wir wollen keinen Schimmel und keinen Dominant White. So, jetzt haben wir hier ein paar Zuchtgemeinschaftshengste, die hier rausgeschmissen werden. Der ist zum Beispiel unglaublich schön, der Jolly Jumper. So. Und das war's. Und hier noch ein paar Hengste der Zuchtgemeinschaft, die sind jetzt auch gefiltert. Genau. So. Ich finde das unglaublich übersichtlich und ich finde das unglaublich besser, weil wir haben ja jetzt zwar hier die gewünschte Disziplin, habe ich jetzt eben auf CC, Dressur, Springen und Vielseitigkeit gelegt, weil wir verschiedene Typen drin haben, aber ich selber züchte ja auf Springen und deswegen ist es natürlich schon sehr praktisch hier dann auch zu filtern, wer hat denn hier noch Zuchtgemeinschaftshengste, die dann eben auch sehr gut gekürt sind und eben auch eine Springbegabung haben. Das ist natürlich immer besser, wenn man das dann sich nicht selber raussuchen muss. Also ich muss sagen, beim selber raussuchen bin ich immer fast wahnsinnig geworden. Praktikanten haben wir inzwischen wieder 3 und zusammen mit den 2 Kindern, die wir haben, können wir definitiv hier einiges an Pferden trainieren und einiges an Pferden versorgen, was die Kondition angeht. Das ist schon mal unglaublich super und auch sehr, sehr gut. Bei den Kindern, ja, ich schaue halt immer, dass ich Volti und Springen auf TK3 bringe und danach nutze ich sie eher für die Kondition meiner Pferde, weil die kosten ja nur, ne? Also hier habe ich zum Beispiel TK4, hier habe ich jetzt auch TK4, das reicht mir erstmal und jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, um mit diesem Samira-Kind hier ein bisschen was zu machen, nämlich zum Beispiel hier Fohlen erziehen. Das kommt ja einfach mir auch wieder zugute, weil ich dann weniger machen muss und weil ich dann eben
mehr arbeiten gehen kann. So, wenn man 7 ist, dann darf man 2 Stunden arbeiten. Wenn man 8 ist, darf man schon 3 Stunden arbeiten. Und wenn man 6 ist, eben nur 1 Stunde. Ich bin ja echt gespannt, wie das dann ist mit 9, ob man dann 4 Stunden arbeiten darf oder ob das dann erstmal eine ganze Zeit lang stehen bleibt. Also, die Anna sieht ein bisschen sehr blass aus mit den blonden Haaren und der ganz hellen Haut. So, wir waren jetzt bei Lilou. Und ich habe tatsächlich jetzt mich dazu entschlossen, Nova zu verkaufen. Nova steht auch schon drin. Ich habe es jetzt mal mit 20.000 reingestellt, weil ich finde, für ein Red Dan Leo Stütchen mit springend TK3, also mit 2,8, kann man das definitiv schon mal verlangen. Ja, also falls einer von euch Interesse an ihr hat, könnt ihr sie gerne könnt ihr sie gerne kaufen. Die steht noch eine Weile drin, bevor ich sie dann an den Händler loswerde. Nur ich würde sie ungern an den Händler verkaufen, weil sie, wie gesagt, mit dieser Sonderlackierung einfach toll ist. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil natürlich ist Puyo, nee, Lilou, jetzt nicht ganz dasselbe. Ja, Lilou ist ja kein Red Dun Leo, sondern nur ein Sorrel Leo, also ein Fuchsleopard. Aber sie ist halt einfach besser. Sie ist zwar hier im Springen schlechter, aber sie hat halt einfach nicht den Breakwert von Springen, dass sie da nur TK2 hat, weil das alles so niedrig ist. Ja, sie hat zwar hier auch nur die 21, aber ich glaube, ich fahre einfach mit Lilou besser als jetzt mit Nova. Und genau deswegen werde ich mich von ihr auch verabschieden. Vielleicht nicht die schlauste Idee, ich weiß es nicht, was ihr davon haltet. Ob ihr das genauso gelöst hättet, könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr, wen ihr davon behalten hättet, ob jetzt Nova oder Lilou oder ob ihr vielleicht sogar beide behalten hättet. Aber ich habe mich jetzt zu diesem Schritt entschieden und dann stehe ich auch dazu und dann bleibe ich auch dabei. So, es ist wirklich Luxus, wenn man sich denkt, dass man hier schon bei 2 Jahre, 7 Monate alten Pferden 70% Kondi hat. Also ich finde das schon wirklich erstaunlich. Halt 30 Minuten so. Ui, ups, da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Ja, gut, die Alessia lasse ich dann mal in Ruhe. Wir waren, ach übrigens, ja genau, hätte ich jetzt total vergessen. Wir waren ja auch auf, also es war eigentlich auch Körung. Ja, wir hatten dieses Mal nur den Okral mit drin, der wurde mit 5,5 gekört. Wir haben jetzt das Silent Star N auch bei einem anderen Bereiter, weil mein Bereiter irgendwie nicht so wirklich viel gemacht hat. Ich habe ihn jetzt Nati zur Erziehung gegeben. Bei Nati weiß ich einfach, dass die zuverlässig ist und dass Silent Star N vielleicht demnächst einfach mal ein bisschen bräver ist. So, dann wurde übrigens Oak genutzt als Deckhengst. Da war ich zum Beispiel total überrascht, weil es ja gar keine Decksaison ist. Aber der wurde tatsächlich das allererste Mal genutzt als Deckhengst, sogar für 1000. Ja, also das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Jetzt ist der seit 1,5 Jahren in der Hengststation und wurde das erste Mal genutzt. Wobei ich glaube wirklich eher, dass der noch zu einem Turnierpferd wird, weil er einfach sehr gute Gewinne einfährt. Ja. So, was haben wir denn sonst noch für Infos hier gehabt?
Das habe ich euch noch nicht gesagt. So, wir haben ein bisschen, also hier sieht man, dass der Bereiter hat 0 Trainingseinheiten ausgeführt und davor auch 0. Und davor waren es, glaube ich, nur 5 von 8. Also das ist einfach ein bisschen mir zu wenig gewesen. So, wir haben hier, Manego hat Platz 13 in Springen TK3 belegt. Da habe ich gesagt, Oak, ne, wie man sieht, TK3 und TK4, beides mal eine Platzierung. In TK1 wurde er nicht platziert. In Volti hat Manego Platz 9 belegt und dann war eben Okral die Körung dabei. Okral wurde mit der 5,5 gekört. Was ich jetzt eigentlich sagen muss, finde ich ein bisschen krass, dass der Unterschied von der Fohlenprämierung zur Körung so hoch ist. Normalerweise ist der geringer. Also ich kenne das eigentlich eher so, dass der so 0,1 bis 0,2 abweicht, aber jetzt nicht 0,5. Interieur 6,3. 6,3 und hier eine 5,5. Dann bessern wir das gleich mal aus. Jetzt sieht das natürlich schon anders aus. Jetzt ist der gar nicht mehr so gut, wie man anfangs eigentlich dachte. Weil Interieur 6,3 ist jetzt eigentlich nicht so besonders dolle. Aber er hat halt die 2,8 entspringen, die jetzt auch nicht schlecht ist. Ne? Denn jetzt bin ich nämlich hier bei 10:30 Uhr. Nach dem Versorgen der ganzen Pferde. Natürlich kommen jetzt noch die Auftragsfohlen hinzu, die aber auch mit dem neuen System echt fix durchgehen und ich dann danach auf jeden Fall nochmal arbeiten gehen kann. Und das ist ja das, was auch das Geld bringt, zusätzlich zu den Fohlen und zusätzlich zu den Pferden. Also die Pferde bringen ja an sich kein Geld, die machen ja nur Geld. Und die Auftragsfohlen bringen ja natürlich viel Geld, mehr als das normale Arbeiten. Aber dann das alles schaffen und noch arbeiten gehen, das ist natürlich ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn man dementsprechend die Praktikanten hat und wenn man natürlich auch mit den Kindern noch ein bisschen arbeitet. Weil ich kann jetzt noch mal einen kompletten Vollzeitjob machen. Und wenn ich dann mit dem Sebastian noch hier auf Vollzeitjob gehe, dann bin ich bei 3,5, was ich hier auf dem Konto habe und kann dann mal flugs hier die 2.800 zum Beispiel einzahlen. Ja? So schnell kann man Geld machen. Bei den Chattys habe ich so ein bisschen aussortiert. Wenn man das sieht, also ich habe den James noch zum Wallach gemacht, weil ich gesehen habe, dass der eben nur einen Nachkommen hat. Ja, also das ist tatsächlich nur eins einmal genutzt worden. Mit einer 4,6er Körung ist er jetzt eigentlich auch nicht so bombastisch gut. Deswegen habe ich den James zum Schulpferd degradiert. Das tut mir natürlich schon irgendwie leid, ne? Aber wenn ich mit ihm kein Geld verdiene und er nur Geld kostet, was soll ich dann damit als Hengst, ne? So, bei dem King war es nämlich genauso. Ich habe mir meine Hengste angeguckt und habe eben gesehen, ui, ja, ist zwar ein Sorrel Dapples, aber der ist jetzt 10 Jahre alt und 4,6 gekürt. Hat nur 4 Nachkommen. Das heißt, der hat mir jetzt auch nicht unbedingt so viel Geld gebracht, ne? Ja, so. Deswegen auch er wurde zum Schulpferd degradiert, weil ich muss ja immer noch sehen, ich führe hier ein Wirtschaftsunternehmen, ja? Und dementsprechend muss ich natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich handeln und denken. Und der King macht sich, glaube ich, auch als Schulpferd ganz gut. Dann habe ich auch hier ja Pferde in der Körung gehabt und wir waren natürlich auch wieder bei
Turnieren. Also Jerry hat Platz 10 in Dressur belegt, Nabato hat Platz 8 gemacht in der Dressur und ansonsten nix. Piccolo hat die Körung übrigens leider nicht bestanden. Das ist der Smoky Grallo, den ich gekauft habe von Candy. Bei der Fohlenprämierung war es noch so ziemlich knapp, dass man gesagt hat, könnte er vielleicht schaffen. Hier ist er definitiv dran vorbei. Ja. Ich glaube trotzdem, dass ich mit ihm züchten werde. Wie gesagt, das ist halt das Interieur. Ich guck mal, welche Stute bei mir das beste Interieur hat, weil ich doch gerne den Smoky Grallo drin habe. Also ich meine, ein Leuchtgraufarbe ist halt doch was wirklich Besonderes und deswegen werde ich wohl trotz allem mit ihm züchten. Ja. Auf jeden Fall wird er erstmal als Hengst behalten. Also wir warten immer noch drauf, dass Jane endlich mal älter wird. Das dauert ja nur noch ein paar Tage, so eine Woche ungefähr. Wo habe ich denn jetzt das ganze Geld her? Ach so. Ja, ich habe mein Konto fast geplündert. Wieder mal. Genau. So. Ich habe jetzt schon mehrere Nachrichten bekommen, dass die Zuchtgemeinschaft zu teuer ist. Ich habe das ja anfangs mal abgefragt. Viele waren dafür, dass wir das mehr machen. Dann habe ich mich auf einen Kompromiss geeinigt. Dann habe ich es jetzt doch erhöht. Ich werde jetzt morgen noch abwarten, um einfach das Geld erstmal zu kassieren und werde dann ab nächsten Monat wieder ein bisschen weniger machen. Ja, weil ich will jetzt nicht, dass da der ein oder andere tatsächlich aus der Zuchtgemeinschaft raus muss, weil er es sich nicht mehr leisten kann. Deswegen werden wir jetzt hier vielleicht dann doch wieder ein bisschen weniger machen, aber ich möchte jetzt tatsächlich noch die Einnahmen abwarten, weil wir die, glaube ich, ganz dringend auch brauchen, um unser Konto mal wieder ein bisschen zu füllen. Ja, wir haben hier jetzt ja immer noch die Sina als Praktikant und ich hoffe, dass die auch noch eine Weile bleibt, weil die brauche ich momentan auch wirklich dringend. Demo, mein ewiges Stiefkind, ja. Da habe ich ein neues Pferd gekauft. Das ist die Lady. Die ist 2 Jahre, 4 Monate alt, ist ein Stütchen. Ich habe jetzt so nicht wirklich eine Ahnung, was die kann und was die macht. Sie ist zwar sehr brav und sehr ruhig erzogen und immerhin auch schon mal hier bei 40 Kondi. Ja, warum habe ich Lady gekauft? Weil ich hier einfach zu viel Geld habe. Ich glaube, das ist wirklich so die beste Erklärung dafür. Ja. Ich habe einen Hilferuf bekommen von jemandem, der gerade Geld braucht und die Frage, ob ich nicht ein Pferd kaufen möchte. Und da habe ich einfach mal gesagt, wisst ihr was? Alles gut, ich kaufe ein Pferd und habe mir die Lady ausgesucht und habe gesagt, schmeiß die einfach rein für den Höchstpreis. Ich zahle alles, weil ich hab's ja. Also hier habe ich's. Ja, und die Werte von der Lady sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Exterieur 6,5, Springen 2,7, Begabung 5,1. Ja. Ja, also, die ist jetzt nicht die beste, aber auch nicht so schlecht. Ja, also springen, wie gesagt, kann sich ganz gut sehen lassen. Müsste ich mal gucken, ob ich da tatsächlich noch einen tollen Hengst dazu habe. Vielleicht lasse ich sie dann nochmal decken. Dann haben wir natürlich unglaublich viele hier wieder Nachrichten, weil wir ja bei Turnieren waren. Platz 7 mit Black Diamond in Dressur, Platz 3 in Dressur mit Black
mit Why Not. Moonlight hat Platz 7 in Dressur gemacht. Socke wurde nicht platziert. Dakota mit Platz 16 in Dressur. Moonlight mit Platz 9 in Dressur. TK4. Ja, also beides mal platziert in TK3 und TK4. Why Not wurde dann in TK4 leider nicht mehr platziert. Black Diamond auch nicht. Socke ist dieses Mal gar nicht platziert worden. Trench hat Platz 17 in Springen belegt. Race hat Platz 22 in Springen belegt. Wind wurde dann mit Platz 12 in CC platziert und auch nochmal in TK4. Und Broom ist irgendwie an allem vorbeigelaufen. Damit haben wir natürlich wieder ein bisschen Geld gemacht. Ne? Es lässt sich durchaus sehen. Dieses Mal war Moonlight absoluter Spitzenreiter mit 8.400. Und dann habe ich halt 11.000 für die Lady gezahlt. Also eigentlich habe ich das in dem Fall dann von der Portokasse gezahlt, weil das Geld habe ich jetzt schon wieder drin. Ja, ne. So schnell funktioniert's. Und ja, hier stehen die leider schon seit 20 Tagen wieder. Ich sag ja, Stiefkind. Jetzt bin ich aber mal nicht so und heute kümmere ich mich ein bisschen um die. Aber nur so ein minimales bisschen. Ausnahmsweise mal. Weil ich heute so nett bin. Mache ich das mal. Ja. Aber da braucht ihr jetzt nicht zugucken. Das mache ich jetzt so nebenbei und das könnt ihr euch dann schenken, weil wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn ich dann... Keine Ahnung, was ich da mache. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Wird sich einfach zeigen, was dann so anfällt. Und ja... Bis dahin, hier und da und dort einfach klicken nicht vergessen. Instagram Dorf Forsten, da bin ich echt aktiv geworden. So also langsam habe ich, glaube ich, meinen Social Media Kanal gefunden, mit dem ich auch echt gut klarkomme. Das mache ich teilweise auch so auf dem Weg in Stall, dass ich immer mal wieder was poste, was mir gerade in den Sinn kommt. Oder ich mache es am Stall, wenn ich gerade irgendwas mit dem Pony zu schaffen habe. Oder wenn das Pony mal wieder irgendwas kurios, crazyes macht und ja, genau. Deswegen einfach da mal nicht vergessen reinzuklicken und wir sehen uns, wie ich bereits, glaube ich, erwähnt habe, in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr mir einfach mal zeigt, ob ich das gut mache, ob es euch gefällt, ob es euch passt und so weiter und so fort. Jetzt halte ich aber die Klappe. Bis dann, eure Fee. Tschüss!